Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 14. Wir haben uns jetzt hier gefunden, allerdings in einem neuen Spiel, muss ich dazu sagen. Wir haben ein bisschen rumgetestet. Achso, übrigens, hallo ihr drei. Hallo. So, wir haben ein bisschen rumprobiert, weil bei mir hat es ja schon sehr bei mir hat es schon ab und zu mal geleckt und wir hatten dauernd diesen Konsolen-Bug und den ganzen Scheiß. Jetzt haben wir gerade bei dem Tim einfach mal ein Spiel gehostet und ich weiß nicht, was mit diesem Spiel bei mir los ist. Das Spiel läuft bei mir so smooth wie noch nie. Aber nur hier auf seinem Server. Selbst wenn ich ein eigenes Spiel starte als Solo, ja, selbst dann läuft es nicht so smooth. Ich verstehe es einfach nicht. Ich check es einfach nicht. Irgendwas muss mein PC mit dem Spiel haben, was ich nicht verstehen kann. Es kotzt mich an, aber auf jeden Fall. Jetzt haben wir zumindest mal eine temporäre Lösung gefunden, wie wir das Ganze machen können. Dementsprechend spielen wir jetzt halt hier beim Tim. Neues Spielchen, wie gesagt, aber wir hatten ja Gott sei Dank noch nichts großartig. Wir haben nur ein bisschen jetzt mal hier gelootet. Wir drei sind direkt nebeneinander gespawnt und der David, zu dem laufen wir jetzt mal rüber, würde ich sagen. Wobei. Bei mir gibt's nichts, ne? Nee, dann komm. Also wenn bei euch irgendwas Tolles ist. Ja, dann lauf du mal zu uns, weil wir haben hier vorne eine Tanke oder irgendwas. Bin doch schon unterwegs. Ah, stimmt, da ist was, ja. Wir haben nämlich eine Tanke. Da gehen wir mal kurz hin, würde ich sagen. Jo. Das ist nicht nur eine Tanke. Alter, hör auf so rumzuzappeln, du Arsch. Also so wie es ausschaut, gibt's ja wirklich kein Eisen mehr, sondern du kriegst sogar Scrap Iron aus einem Stein raus, ne? Ja. Also das heißt ja jetzt auch nur noch Eisen. Also, und sieht halt jetzt anders aus. Sag mal, wie hast du die Zombies eingestellt? Die sind so easy zu töten. Ich hab Zombies gar nicht eingestellt. Boah, okay. Also wenn du es alles so gelassen hast, wie es war, dann müsste es alles passen. Bitte? Wenn du alles so gelassen hast, wie es standardmäßig ist, dann müsste das passen. Standardmäßig stand drin, dass die halt nicht abends rennen. Okay, da sind ein paar tagsüber. Okay, das tagsüber. See ist doch nicht überschaubar, dann, das sieht aus wie das Meer. Rest hab ich, also ich habe nur eingestellt, das mit den 40 Minuten, die du gesagt hast. Ja, okay, nee, dann müsste eigentlich alles passen. Sonst habe ich, glaube auch nichts umgestellt gehabt, ne? Oh, das sind Shotgun-Messier, Leute. Ja. Achtung, links. Alter, ihr habt schon alle Bögen, was ist los mit euch? Oh, nice, sein Kopf ist weg. Es sieht einfach aus, als wäre ich auf einer komplett anderen Insel. Leck mich am Arsch, da ist... Es ist einfach das Meer vor mir. Der Atlantik, ich sehe den Atlantik, ist das geil. Ja, das habe ich, da habe ich irgendwas gelesen in den Patch Notes. Du musst das nicht lesen, du musst das mit eigenen Augen sehen. Lauft mal Richtung zu mir, dann werdet ihr auf einen minimal kleinen See stoßen. Hinterm Shotgun ist hier ein Bär. Leck mich am Arsch, wie komme ich denn? Ich schwimm da doch jetzt nicht durch. Ich bin wahnsinnig. So, machen wir das mal so hier. Oh. Ach, die ist ja tot. Alright, sollen wir jetzt mal in den Shotgun-Messier aber trotzdem noch rein, würde ich sagen, oder? Tim, Vorsicht. Danke. Ich war gerade am Craften. So, das nehmen wir mit hier. Okay, ja doch, gehen wir da mal rein, oder, würde ich sagen. Huch. Ja, da drin ist aber auch noch einige. Ja, macht nichts. Oh, warte mal, bis der rauskommt, dann ist die Tür offen. Das können wir auch machen. Uhahaha. Alter, der Boden, wie der Boden zappelt. Seht ihr das? Habt ihr das auch? Ja, bei dir auch? Ja, übel. Das habe ich im Internet schon gelesen, dass das bei einem anderen im Shotgun-Messier auch passiert ist. Sehr, sehr lustig. Ja. Wie eh und je, es ist einfach halt, es ist halt 7 Days, ne? Es ist halt was gerne ist mal... Technoboden hier irgendwie? Alter, hier ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Okay, diese eine Shotgun Barrel, das, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich sehe hier absolut nichts, Leute. Seht ihr was? Wasser. In den Gängen drin? Ganz viel Wasser.
Den schon, aber der Boden zappelt halt ganz schön. Ja. Oh, ich hab einen Topf gefunden. Also bei mir ist hier drin extremely fucking dunkel. Oh, nice, ein Medikit. Topf hätten wir schon mal. Topf ist gut. Okay, da klopft man eine Weile dran in dem Safe. Mit der Steinaxt. Ja, Safe können wir am Anfang mal knicken, würde ich sagen. Das können wir, glaube ich, knicken. So, ich würde sagen, gehen wir mal Richtung David, ne? Vergiss es. Was denn? Das ist halt echt was wie eine Insel, Mann. Leck. Ja, das stand ja drin, dass es auch Inseln gibt. Ja, ich bin doch jetzt nicht auf einer fucking Insel gespawnt. Ich will sterben. Alex, du musst noch mal eine Freundschaftsanfrage annehmen, sehe ich gerade. Vor allem ist es gleich Nacht. Oh. Also gleich ist gut, aber irgendwann. Warte. Ich sollte doch noch. Sag nicht, du siehst mich schon. Was? Ich hab noch nicht umgelockt. Ach so, stimmt. Ja, er hat mich nicht in der Liste gesehen. Ja, sollen wir jetzt mal Richtung David latschen oder eher schlecht? Nö. Du müsst schwimmen. Ihr braucht ein Boot. Wieso? Nein, brauchen wir nicht. Ich hab einen Screenshot gemacht, ich schick ihn dir. Also kannst du nebenbei, können Zombies schwimmen? Ja, hab ich mir auch laufen, überlegt. Vielleicht bin ich da voll Grund. Safe im Wasser. Aber ich glaube nicht. Ja, schon immer einfach durchgelatscht, wieso? Also, damit solltest du dich wirklich auf der Insel niederlassen, ja? Tue ich nicht. Liegt meine Priorität darin, einen Raketenwerfer zu finden. 1740. Einfach, dass ich aus Entfernung die Insel platt machen kann. Erstmal müsste ich die komplett leer machen, dass es meine Insel ist. Immer eine eigene Insel haben. Jungs, Vorsicht, Bär hinterm Shotgun-Messier. Ja, egal, scheiß auf den Bären. Wir laufen jetzt mal los Richtung David, sonst haben wir ein Problem. Den habt ihr schon irgendwie was Sicheres, Jungs? Nur den Shotgun-Messier. Aber da müssten wir aufs Dach hoch und da kommt man, glaube ich, nicht aufs Dach hoch. Außer wir bauen uns aufs Dach hoch. Ja, baut euch doch aufs Dach hoch. Wie gesagt, ich bin hier im Nirgendwo, ich bin hier auf einer Kackinsel, also wenn ihr irgendwas Sicheres habt, dann bleibt dort. Ich werde schon irgendwann kommen. Weil ich ja jetzt Schwachsinn, wenn ihr hierher kommt, wenn hier nichts ist. Ja gut, bei uns ist halt auch nichts aktuell, bis auf den Shotgun-Messier. Oh, hat mich erwischt. Oh, besser wie bei mir. Hab sie. Alter. Ja, okay, komm, dann gucken wir mal, dass wir hier aufs Dach kommen irgendwie. Wir haben schon 18 Uhr. Heidebimba. Da ist eine Leiter. Ja. Achso, wir kommen über die Leiter aufs Dach. Genau. Stimmt. Also okay. Ich komme. Was habe ich denn hier? Maple Seed. Achso, hau ab. Ja, das sieht jetzt anders aus. Ich dachte gerade so, habe ich einen Schmetterling eingesammelt aus Versehen. Ja, ich bin gerade auch. Hä, was? Duct Tape! So. Haben wir die Autos hier schon gelootet oder den Schrottplatz daneben? Nope. Schrottplatz ist, glaube ich, auch noch einer drin. Ich loote mal schnell. Oh, Auger Parts. Das ist doch nice. Gunpowder. Also hier gibt's noch zwei Autos und mir wird's zu warm. Und hier ist ein Zombie irgendwo. Ja, hinterm Zaun hier. Oh ja, ich sehe ihn. Egal, weg. Hier ist ein Kriecher. Meine Athletics sind gerade gestiegen, nur beim Rennen. Kann das sein, dass die Athletics jetzt nicht mehr nur das Punchen beeinflussen, sondern auch das Rennen? Ja, ist das, was ich gelesen habe, von wegen, man kann jetzt auch seine Stamina trainieren sozusagen. Das wäre doch mal was, ne? Das wäre doch mal was. Wie viel habe ich denn hier eigentlich? Fuck, oh, warum? Da hinten sieht es aus, als würde ich eine Kurve machen können. Vielleicht welche doch keine Insel. Welche Pfeile nutzen der Bow? Normale Arrows. Okay, aber da muss ich erstmal Federn haben, okay. Also hier ist Clay vom Shotgun Messier. Ja, Clay habe ich schon. Gerade durch Zufall gemerkt. Ich sammle mal nur gerade noch ein paar Plant Fibers, bevor es Nacht wird. Klock, Klock, Klock. Es ist so schön, wie es hier einfach so richtig flüssig läuft. Ich weiß nicht, was da los ist immer bei mir. Ich verstehe es nicht. Empty Bird Nest, scheiße. So, habe ich jetzt genug?
könnten wir doch mal hier jetzt, da könnte ich doch mal hier, ich muss es ja craften, so. Alex, kannst du Handschuhe herstellen? Ja, Gloves? Ja, ich hab's versucht, aber die tauchen bei mir nicht auf. Was, Plant Fiber Gloves oder was? Die Fiber Gloves. Sind die unten vielleicht in deiner Schnellleiste, weil dein Inventar voll ist? Nein. Wenn du einen Plant Fiber hast du? Weiß ich jetzt nicht. Tauchen die nur auf, wenn ich genug hab oder was? Plant Fiber Gloves. Wo sind die Leiter? Wie komme ich eigentlich nochmal die Leiter runter? Einfach nur runterlaufen oder? Ich würde oben bleiben. Und so, ja, so. Zombie. Ja, gut, 2 Stunden haben wir noch, ne? Ich wollte gerade sagen. Also, ich nutze die Zeit mal noch aus, sonst gammeln wir da ewig rum da oben. Das ist auch nichts, ne? Lieber noch ein bisschen hier. Ach, guck mal, da kann ich gerade das nächste Questziel mal machen hier. Woodenclub, zack. Alright. Gibt's hier irgendwo noch? Nee. Doch, die Bäume hole ich mir mal ganz kurz noch. Ich bin echt noch richtig weit weg von euch. Aber ich habe zumindest mal das Meer überwunden. Echt jetzt? Das würde ich auch schon ganz gern mal sehen, ey. Ja, kommt noch. Ausschaut, gibt's viel Wasser hier. Wieder eine Notiz gefunden. Yay. Kill some lumberjack zombies with a fire axe. Ach ja, genau. Mit der Feuer Axe, das dauert ja auch nicht. Ja, mehr. Klar. Die macht ja auch so viel Schaden, die Feuer Axe. Mit Fire Axe dran und Stone Axe? Trotzdem. Die Fire Axe macht nicht viel Schaden. Das ist echt crap als Nahkampfwaffe. Vor allem diese Lumberjacks, das sind ja die vom Schneedings. Ja, das sind die Dicken, die halten ordentlich was aus. Ja, eben, die sterben ja nicht. Ach komm schon, da kommt es nicht. Hey! Das nächste Meer, oder? Was? Nee, allen Ernstes jetzt, oder was? Ist kein Scheiß. Unfassbar. Jungs, knappe Stunde. Ja, ja, ich mach jetzt mal ganz gechillt hier mein Inventar oder mein Gürtel leer, wo ich sterben kann. So, mein Wasser raus, so, nur noch mit Bogen rumlaufen und gut ist. Kann ich sterben. Oh, da kommt ein Zombie. Ach, das war mal jetzt immer noch Wellness, das. Mann. Yeah. Hey, die Straße geht nicht weiter. Okay, ich glaube, ich sollte mal aufs Dach hoch. Wo waren die Leiter? Hinten, ne? Leiter? Flup, die flup, flup, flup. Wenn man aufs Dach geht und in die Hocke geht, man ist trotzdem undetected, ja, oder? Das kommt drauf an, also wenn sie wollen, dann finden die uns auch. Die wollen nicht. Das wollen wir hoffen. Riecht einer von euch? Nein. Ich hab nur so eine Kokosnuss dran. Mit so einem verletzten Zeichen. Ich schwimm grad mal zu euch. Nee, oder? Ja, schwimmt mal zu uns, ey. Ist ja unglaublich. Es wird Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Ob ich vielleicht echt. Sag mal, ist das Stoff hier? Safe bin. Das ist Stoff. Doch, hier? Ja. Ja, also es ist nachts, ist es echt gruselig auf dem Wasser, okay? Hallo? Mal einen Sack in. So, the night has begun. Ach, meine Axt ist futsch gegangen, super. Ja komm, das lassen wir uns doch nicht nehmen hier, nehmen wir auch glatt mal ein bisschen Stoff mit, ne? Warum auch fuck. Nicht? Jetzt hoffen wir nur einfach mal, dass die Zombies uns deswegen nicht hören, aber der Stoff ist ja recht leise. War nicht jetzt, So, den Stoff, den können wir sowieso noch brauchen, deswegen. Da unten wäre auch Stoff, aber das ist jetzt egal. So, jetzt machen wir lieber mal hier ein Poiskin für die Nacht, ne? Finde Land und bin im Assi-Gebiet in der Nacht. Assi-Gebiet, das ist gut. Ist auch das Spiel ist super. Ist auch eine Stadt. Ich finde das Spiel echt genial. Fick dich. Kannst du mal ordentlich Sachen einsammeln. Ist da eine Dingens hier, eine Stadt? Weiß ich nicht. Ich bin gerade aus dem Land gekommen.
Wäre ich mal gleich geschwommen. Ach, da oben bist du wieder, okay. Ich verstehe. Könnt. Alright, alright, alright. Ich kann mal ganz kurz noch hier. Wir können ein bisschen craften hier nebenher. So. Ich bleib jetzt mal hier im Eck ganz still und leise sitzen. Was muss ich machen hier? Ah. Machen wir doch gerade mal. Machen wir das einfach mal so. Für die Quest. Was könnte ich noch craften gerade? Komm, wir futtern mal was hier. Achso, wisst ihr, was ich jedes Mal falsch mache? Dabei gibt es ja jetzt mittlerweile die Funktion, hier drauf zu klicken und einfach I zu sagen. Da muss man sich nicht extra in die Leiste ziehen. Du ziehst runter in die Leiste. Ja, da war mein Klar. Ja, 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 genau. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Okay. So, jetzt wollte ich hier, das da hier, genau. Last Quest. Tada! Ach, Starter Base. Wir müssen noch was machen hier. Ach nee, das war das hier. Craft a Bedroll. Ach, das ist das. Ach so. Bin durch. Ja, dann mach ich auch mal kurz hier. Ich hab keine Plan-Fiebers mehr, um dass ich das erste beenden kann. Warte. Was raus, 14 Stück. Ich mach gar nichts. Ich beweg mich nicht. Okay, nur noch welche. Will ich auch nicht tun an deiner Stelle. Aber es ist recht safe hier. So. Hier so oben auf dem Dach ist recht gemütlich. Okay, und du wolltest zu mir laufen. Ha, ha, ha. Ja, wäre eine schlechte Idee gewesen. Ziemlich kacke, ja. Schnack und wieder einsammeln, das Dingen. Ach, dein Schlafsack. Ach, jetzt kommt ja noch mehr. Ach, das ist es. Ach so, das ist das letzte erst. Ach so, Moment mal. Ja, Campfire. Na, craften wir nochmal kurz ein Campfire. Muss ja nicht anzünden. Ja. So, erledigt. Kommt da noch Marco, mehr Quests? Marco, hast du noch Plant Fiber? Ich hab noch ein bisschen was, ja. Schmeiß ich meinem Tim hin. You've earned a skill point for completing the basic survival quest. Spend it by accessing your inventory, bla bla bla. Okay, kennen wir ja. Tim, hier. Super, danke. Okay, da gibt's jetzt einfach einen Skillpunkt für, sehe ich es richtig? Sehe ich das richtig? Also einen einzigen Skillpunkt. Das ist, gegen später ist das nicht mehr so wirklich viel. Ach, guck mal hier. Das sind die neuen Skills. Die sind jetzt gelockt. Hier Health Nut zum Beispiel. Um die, da brauchen wir Athletics 20 zu. Um Minimum Wellness und Maximum Wellness zu steigern. Was haben wir hier denn noch alles Schönes? Decapitator. Was? Dismemberment Chance? None. Dismemberment Chance? Ah, okay. Okay, wir können die dann easier köpfen, sehe ich das richtig? Aber, Alter, Blade Weapons auf 50, leck mir im Arsch. Concrete Mixing, Steel Smithing, Workbench, Construction Tools, okay, das ist einfach. Okay. Was habe ich gelesen? Die haben jetzt die Skills von 23 auf 50, glaube ich, hochgeschraubt. Also es gibt jetzt jede Menge neue Skills und ein bisschen unterteiltere Skills auch. Was ist das denn hier? Improve your compass treasure tracking and get better at finding treasure. Gibt's da jetzt echt Schätze oder sowas, Leute? Ja, es gibt ja auch Schatzkarten. Ach, tatsächlich? Mhm. Geil. Was ist denn dieses Scatter Feature? Was, wo? Bei mir. Questaufgabe. Craft a bow. Ach, Federn jetzt, okay. Passt. Ich muss Federn erstmal bekommen. Zählt es auch, wenn du die einsammelst? Nein. Nee, hab ich nicht mehr, scheiße. Hab auch keine mehr. Egal. So, was haben wir denn? 1.18 Uhr, okay. Wie komm ich eigentlich in das Skill-Menü? Alter, da drüben, ey. Auf M drücken und dann oben rechts neben Map Skills. Okay, da gibt's jetzt auch die Quest. Ja, ja. Neben Map-Skills? Ne, hab ich nicht. Okay, wahrscheinlich, weil ich die Dinge noch nicht beendet habe. Crazy. Das kann sein.
Toggle active, okay. So, was haben wir denn hier noch? Hier müssten wir mal... Ich könnte mir mal... Doch, das könnte ich mal kurz... Eigentlich. Leg Armor. Chest Armor. Komm, wisst ihr was? Dann mache ich auch gerade mal hier. So. Ach, guck mal, man kann sich auch ein Bandana craften. Macht überhaupt keinen Sinn. Hier. Cloth. Das da hier. Das da hier. Das da hier. Und das da hier. Und dann haben wir das alles. Dann haben wir das alles schon mal. Muss ich gerade mal vergleichen hier. Okay, ist besser. Also, weg. Okay, das zieht er drüber wenigstens. Aber müsste der nicht eigentlich... Ah, okay, doch, jetzt. So, passt. Mir fällt gerade noch was ein. Können wir doch scrappen hier das Zeug. Für ein paar Plant Fibers. Ja, wunderbar. Wunderbar. Es ist leicht ruhig hier. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ich bin schon fast wieder, ich bin schon fast wieder am überlegen, ob ich nicht loslaufe. Wenn, dann müssen wir es gemeinsam machen, nicht du allein, du Held. Ja, ist okay. Dann craft ich mal noch ein bisschen hier. So. Ach, Kohle habe ich ja, genau. Ich craft uns schon mal ein paar Torches, die werden wir mit Sicherheit brauchen. So, machen wir mal 18 Stück, 19 Stück hier. Passt. Mit 19 Fackeln. Ja, keine Ahnung, wir müssen ja irgendwann mal, ne, wenn wir hier ein bisschen ausleuchten und so. Why not? Dann laufen sie langsamer, oder? Diese... Was? Dann laufen sie immer noch langsamer. Was, die Zombies? Ja, wenn sie das Licht bekommen. Nee, ich glaube nicht. Echt nicht? Aber so hieß es mal. Ja, irgendwann mal habe ich sowas auch mitbekommen, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Probier mal. Scheiß probiere ich jetzt hier. Du wolltest doch eh gerade loslaufen. Ja, ja, wollte ich. Ich habe es mir aber einfach nochmal anders überlegt. Weil ich dachte mir, nee. Ah ja, komm mal, ist ja gleich 4 hier, komm. Ist ja easy. Ist ja easy. Ja, ich bin nur noch 2,3 Kilometer von euch weg. Das Problem ist echt, wir können nachts gerade nichts machen hier. Wir brauchen eine Base. Wir können hier nachts nichts machen. Hallo. So, Alex klopft Stoff. So, ich würde sagen, wir können eigentlich los, ne? Die 20 Minuten sind egal, da können wir auch easy durchrennen, wenn Zombies kommen. Würdest ja jetzt echt schon feiern, wenn du jetzt noch so auf die letzte Sekunde voll eine auf die Mütze bekommst. Wo waren die Leiter? Ich bekomme nichts auf die Mütze. Nein, geh vorne runter. Geh vorne runter. Ich hab Woodframes nämlich an die Leiter hingemacht, damit sie die Leiter nicht hochkommen können. Nee, du kannst auch hier, du kannst auch vorne über die Cloth, übers Cloth-Dach runterspringen aufs Auto. Ist auch, geht. Hier, da, genau. Genau. Hier, wie er runtergeglitten ist. So, dann lass mal der loslatschen. Der Tag hat noch nicht angefangen. Doch, der hat angefangen. Nein, hat er nicht. Nein! Es kam noch. Nein, er hat... 16 Stunden, das fängt erst um 6 an. Oh, ich hab einen Zombie. Ah, das war mit der 16, okay. Oh, er hat die falsche Servereinstellung. Oh, wir laufen einfach los. Okay, egal, dann, also für die nächste Folge wissen wir, das muss er umstellen, dringend. Ja, komm, dann, ich weiß nicht, sollen wir weiterrennen? Sind ja nur noch 2 Stunden. 2 Stunden Dauerlauf, naja. Ja, hau rein. Ja, anderthalb. Komm, wir laufen. Also nur zur Info, wenn ihr in meine Richtung lauft, kommt eine Assi-Stadt. Ja, das ist perfekt. Wow, Zombie! Wow. Für die Nacht auf jeden Fall.
Ah, lass mich in Ruhe. Ich schaue euch mal auf der Map zu. Schieß mit dem Bogen. Schieß mit dem Bogen drauf. Jetzt, hier, wo? Drauf. Was ein Gewusel. Sie ist tot. Okay, weiter geht's. Das geht, also wenn mich die verfolgt, das ist easy, ich kann dann immer schön zurückschießen und ihr könnt draufklatschen, dass sie umfallen. Das kriegen wir schon hin, hey, Leute, komm. Wir sind ja keine Noobs in 7 Days, wir wissen ja, wie der Hase läuft hier, das ist ja easy, komm. Kriegen wir auch ohne Schrotflinten und so hin. Trotzdem so allein. Ja, deswegen, deswegen kommen wir ja zu dir. Marco, du wolltest das Meer sehen? Bitteschön. Oh, hier ist Wasser. Und Zombies. Ach nö. Da ist ein Krieg, egal, Krieg, Zombies. Finde ich nochmal. Scheiße. Ich bin doch schon geschwommen. Da ist tatsächlich ein Ozean. Ja, wird der Kriecher sein. You are wet. Dankeschön. Na, danke schön. Ich bin wo wet. Wo seid ihr? Unten am Wasser? Ich lauf mal so ums Meer rum. Warte. Jesus. Ey, geil, die Sounds sind nice. Jesus. Schwimm durch. Nein. Das ist immer noch die richtige Richtung, wenn ich hier am Ufer lang laufe. Wirklich, aber okay. Doch, ist. Ah, Zombies! Ja, jetzt noch eine halbe Stunde. Oh, er hat mich erwischt. Ah, da kommt noch einer. Drauf. Tot. Ja, geht doch, ne? 20 Minuten noch, hey, come on, wir haben es gleich geschafft. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen mehr zwischen uns. Ein bisschen mehr zwischen uns. Oh ja, das ist groß. Das ist groß. Hört ihr die Frösche quaken oder was das ist? Mhm. Quak, quak. Grillen, habe ich so das Gefühl. Ja, Grillen und Frösche, irgendwie sowas. Ja. Irgendwie cool. Bei mir zuppelt so der Himmel ein bisschen rum. Ich würde mal sagen, es regnet. Der kann sich nicht zwischen hell und dunkel entscheiden. Ja, so geht's mir auch. Ah, oh, Tag. Oh Gott. Boah, wow, das ist eine richtige Assi-Stadt, Jungs. Nice. Oh, also richtige Assi-Land. Richtig dunkel. Hässlich. Müssen wir nur noch irgendwie zu dir kommen. Okay, hat sich erledigt. Das war nur so ein kleiner... Echt jetzt? Das war nur so eine minimal kleine Insel, wie die Assi war. Und jetzt komme ich gleich wieder in ein richtiges Gebiet. Na, super. Da lockt er uns um 4 Uhr nachts raus. Und dann noch mal zurecht. Damn it, was machen wir denn jetzt hier? Oh, ich habe eine Straße gefunden. Vielleicht finden wir auf unserem Weg zu dir noch was. Ich habe Wasser gefunden. Ja, da hinten sehe ich was. Sag mal, Leute, ist eure Energie nicht mal leer langsam? Ihr lauft mir da vorne davon und ich habe dauernd leere Energie. Ich bin einem schwachen Wellnesswert. Oh, wir haben Friedhof. Ein Häuschen. Scheune. Was ist das? Ein Häuschen. Ein Häuschen, ein Häuschen. Friedhof gefunden? Nein. Doch. Da ist noch ein Häuschen rechts. Ja, da ist auch ein Zombie. Okay. Tschüss. Boah, das ist doch der Headshot. Na klar. Bei mir gibt's nur Headshots. Wenn ich's schaff. Hey, Friedhof. Ich geh mal gleich zur nächsten Hütte. Ich höre nur einen Zombie rumeiern, aber ich weiß nicht. Oh yeah, ich hab das Lederbuch gefunden. Ah, weiß, wo der Zombie ist. Ah, ich bin voll. Ah, du kannst weg. Weg. Wir müssen hier raus. Ah! Okay, das ist wieder so eine verlassene Hütte, die ich hier gerade gefunden habe. Nee. Wie oh die Gott. In der letzten Folge. Okay. Tada! Level up. So, hier gibt es eine. Oh, hier gibt es Candle. Eine Küche. Ohne schöne Küche, wo nichts drin ist. Das ist natürlich auch super. Ja. So, ich guck mal ganz kurz nach oben rein, aber hier gibt's nicht wirklich was. Nee. 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 Was? Chair? Nee.
Ja, das Haus ist. Warte mal, was denn? Nee. Ziemlich für den Arsch, das Haus hier. Bis auf ein paar Spinnweben. Nix gewesen hier. Oh, warte mal, vielleicht ein Reifen? Nee. Leider. Habt ihr schon mal in so einen Sarg geguckt? Ja, da ist meistens auch nur Dreck drin. Okay, warte. So, dann gebe ich mir die Mühe jetzt gar nicht erst. Nee, das kann man getrost bleiben lassen, eigentlich. Alright, ich laufe mal wieder los. Ach, da steht ihr ja, ihr zwei da auf dem Stein. Was macht denn ihr da? Warten. Gruppenkuscheln auf dem Stein. Ah, da ist noch eine Hütte, eine größere Hütte. Wo? Oh. Da oben, links. Da gucken wir doch auch mal gerade nochmal auf unserem Weg. Aber oh, das könnte eine mit einer Forge sein. Ja, könnte. Die mit der Steintreppe, wo es nach oben geht, die haben immer Forges drin unten. Nicht immer. Drei Weapon Repair Kits gefunden. Bei mir bis jetzt immer. Ja, die müsste eigentlich eine Forge haben. Ich hab eine Stadt. Nice! Eine Assi-Stadt? Nee. Aber eine Stadt. Eine Forge drin. Immerhin. Ja, aber ziemlich abgefuckt. Klein? Nö, nee, aber alles kaputt. Zu früh gefreut, sorry. Egal, ich guck trotzdem mal. Ich bin mal gespannt, ob die den Bug mit den Dings behoben haben. Was denn? Den Häusern, die in der Luft schweben und dann einstürzen, habt ihr das schon gesehen? Nee. Das hatte ich jetzt schon ziemlich oft. Da waren Häuser und die standen so, also wirklich nur in der Luft. Und sobald du das Gebiet irgendwie dahingegangen bist, da ist sofort alles eingekracht und es war tierisch behindert. Was los? Glaube ich. Was los ist, ich kümmere mich hier um die Zombies, die hier das Haus plündern wollen, die hier ins Haus... Oh, ich habe eine Notiz. Die hier an uns ran wollen. Notiz. Geil. Cop and attitude. Traveler, the fact that you're reading this note is no accident. My boys have been watching you and were always looking for new recruits that are still on the living side of things. Okay, blah, 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 little things, what you're made of. Kill some zombie cops. Na, danke schön. Akzeptieren wir doch mal, aber ich glaube, bis wir zombie cops töten, das dauert noch ein bisschen. Sollen wir mal weiter? Rennt alleine, ne? Komm, wir laufen trotzdem mal zum David, dass wir einfach mal zusammen sind. Mhm. Wir können dann immer noch nach einer Assi-Stadt suchen oder so. Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen unterwegs. Warum habe ich gerade eigentlich einen Wellnesspunkt verloren? Schweinerei. Ich hab einen Cooking Pot. Haben wir schon einen? Gott. Schmeiß ich ihn weg. Ich habe auch einen gefunden. Dann schmeiß ich weg. Muss man die Quests in bestimmten Zeiten erledigen? Ich sehe nämlich oben rechts gerade optional Time 25 Minuten. Zwei. Dann machen wir 25 Minuten Zeit. Aber da steht dran optional. Komisches Ding. Ja, dass du die nicht machen musst. Das ist keine. So wie eine von gerade eben, wo du hier deine Wood Frames machen musst und so. Und du kannst. Optional, ne? Kennst. Ja, aber kann es nicht sein, dass die Zeit optional ist? Dass man es nur in einer bestimmten Zeit erledigen kann, aber nicht muss? Das kann natürlich auch sein. Würde das nicht auch... Glaube ich aber nicht. Wäre das nicht auch möglich? So, hier ist wieder Wasser. So, wir müssen gleich... Nein, ich habe einen Konsolenbug. Und ich habe keinen Mauszeiger mehr. Nein. Fick die Henne, Alter. Jetzt passiert das hier auch noch. Oh, das lief jetzt so lange gut und jetzt passiert das ja auch auf dem Server. Mann! Dann würde ich sagen, es liegt an dir. Ha. Habt ihr das auch? Habt ihr oder noch nicht? Nein. Ne, bei mir funktioniert alles. Ich kann looten, ich habe meinen Mauszeiger. Alles super. So, warte, pass mal auf hier. Ich mach mal kurz hier. Hallo, Maus, wo ist die Maus? Scheiße. Aber zwischen uns ist das Meer. Mal wieder. Und ein Zombie läuft durchs Wasser, gell? Ja. Ich probier mal was.
Wenn ich jetzt Optionen, wenn ich Video-Optionen mal was einstelle. Scheiße. Da zeigt er mir nichts an. Ah. Rechts neben uns ist ein Zombie. Fuck off. Das ist echt nervig. Tja, dann ist echt die Frage, woran liegt's? Schon mal gesagt, Game neu installieren. Ja, ich muss echt mal, aber das wird nichts helfen, das muss doch irgendwas. Weißt du doch nicht. Oh, ja, vielleicht ja doch. Hier ist jede Menge Wasser zwischen uns und David. Ah ja, was sonst? Ach, und da ist übrigens, da ist die Map auch zu Ende bei mir. Oder, ja. Oder erkennt er das nicht? Nee, das ist der Konsolenbug. Wenn du dich jetzt ausloggst und wieder einloggst, dann spawnst du da, wo der Konsolenbug aufgetaucht ist. Ja. Das ist super, ja, das ist super. Ah, okay. Aber ich muss das Spiel komplett neu beenden, ne? Komplett neu starten. Yes. Ja. Ah. Den kannst du hier beenden, gell? Ja, dann beenden wir die Folge mal hier an der Stelle, würde ich sagen. ist jetzt wieder dann ein bisschen arg lang, eigentlich, aber egal, scheiß drauf. Wir machen das jetzt mal so. Unten am Wasser. Also, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann mal noch hin mit diesen ganzen 7 Days Bugs. Wir gucken einfach mal, ne? Wird sich schon irgendwie vielleicht irgendwann mal wer drum kümmern bei den Funpimps, wer weiß. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute, und ciao. Hunted? Wieso bin ich Hunted? Von wem denn?